Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir sind hier mit unserem neuen Schatzi, das gern weiter ausprobiert werden will. Damit fahren wir jetzt erstmal eine Stufe weiter runter. Oh ja. Wir machen alles kaputt. Okay, hier sind so ein paar Leute. Da sind anscheinend auch zwei, drei Computer dazwischen, die funktionieren. Ein paar Spinde. Ah, schauen wir mal. Was die wohl so dazu sagen, dass wir in ihre Party platzen. Darf ich anfangen? Oh, wie freundlich, wie gütig. Obwohl, müssen wir euch überhaupt töten? Nein, sie sind Feinde. Finde ich gut. Ja, die Waffe macht ja auch mal eben schon 14 Schaden. Beim normalen Treffer. Bei so einem ein bisschen mehr. Gut, die 44er hat ähnlich viel Schaden gemacht und hat ein paar Schuss mehr. Was machst du da? Nicht so nah an mich ran, Freundchen. Ha, von unten kommen andere. Markus, kümmere dich mal um die von unten. Schaff das locker alleine. Ja, so geht das natürlich auch. Grüß mir Petrus, ja. Das ist schon gut und so. So, damit hätten wir die auch zerstückelt. Dann laufen wir hier mal wieder schön raus. Buck! Oh ja, er haut mir auch voll die Faust vors Gesicht. Ja, ein Supermutant mit Kleingeschütz muss schon sein. Der kann sich das ja auch einfach so unten an den Arm hängen, wie wir sehen. So, der hat eine Waffe und der andere schlägt mich, wie es scheint. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wen ich da eher kaputt hauen möchte. Hm. Können wir da noch ein bisschen mehr rausholen? Ich würde gerne auf jeden Fall einen umwerfen. Frage ist, welcher. Ja, gut, der hat's hinter sich. 70 Schaden halten nicht, außerdem beende ich mal meinen Zug. Gut, dass ich den nicht angegriffen habe. Gut, der ist jetzt angeschlagen, dann kann ich die nächste Runde einfach umholzen. Naja. Ein bisschen kritisch muss es schon sein. So. Das ist auch gut, wenn die genauso immer übereinander fallen, dann kann ich viel mit dem machen, da brauche ich auch nicht so, okay, der ist überall. Ja, es macht Spaß, wenn man irgendwann ein bisschen an Ausrüstung kommt, dass die sich auch nicht wundern, dass mit mal überall Licht an ist. Aber gut. Und die Mannstoppwirkung dieser Waffe hier scheint leider nicht mehr ganz so heftig zu sein, aber noch in Ordnung. Ja, die hat's hinter sich. Was das? Wer ist hier Mr. Overseer? Achso, ihr seid da hinten einfach. Ja, nochmal ein bisschen Erfahrung gekriegt. Ist siegreich aus dem Kampf hervor, ja, wie auch sonst. Sonst wären wir jetzt nicht mehr hier. Oh, das ist nochmal richtig gute Munition. Die können wir Markus gleich wieder geben. Plasmagranaten. Kettenmesser, also Ripper. Nur vom Feinsten habt ihr hier. Geil, eine P90. Das lasse ich mir noch gefallen. So, die sind leer. Plasmagrad, was ist das? Achso, das ist diese komische Autoschrotflinte oder sowas. Ah, du kannst nicht mehr tragen. Boah, was hier für Werte zusammenkommen. Eine Freude. Hier müsste noch eine Anzeige sein, wie viel wir den eigentlich ins Inventar drücken können. Nimmst du das noch? Gut. Nimmst du noch mehr? Okay. Noch was? Noch was? Hier Munition für dich. Die da behalten wir, obwohl davon brauchen wir eh nicht so viel, aber die behalten wir trotzdem. Dann nehmen wir die hier noch. Mehr kannst du nicht nehmen. Gut, wir haben noch eine Zeitschrift, wie ich gerade sehe. Ich werde die allerdings jetzt hier gerade nicht lesen. Ja, ich bräuchte tragbare Schränke. Das ist das Problem. Aber die gibt es nicht. Ach ja. Was haben wir hier denn Schönes? Schauen wir mal. Mhm, nehmen wir mit. Ach, jetzt habe ich oben auch noch was liegen lassen. Fällt mir gerade ein.
Du siehst Computerteile für Bunker 15. Ja, immer mal her damit. Unterschiedliche Computerteile verschiedener Funktionen. Traum eines jeden Computerfreaks. Da müssen wir die nur noch anständig verbauen. Nimm das mal mit. Und da hier haben wir dann jetzt alles. Ja gut, waren ja auch nicht so viele Gegner. Obwohl, die haben gute Erfahrungen gegeben, das muss man ihnen lassen. So, dann gucke ich mal, was die jetzt noch in dieser, in der Kontrollzentrale abgeht. Also der Computer, da scheint zumindest ein bisschen an zu sein. Du siehst ein Computerterminal. Das Terminal zeigt an, dass das Sicherheitskraftfeld am Bunkereingang nach dem Einschalten des Stroms wieder aktiviert wurde. Schalte das Kraftfeld aus. Nee, fertig. Erstmal anlassen. Im Notfall kommen wir hier einfach nochmal her. Nicht, dass jetzt hier jemand flieht. Du verschaffst dir Zugang zum Computer und überfliegst schnell alle verfügbaren Dateien. Du findest den Standort des Bunker 13 und kopierst ihn in deinen Pip-Boy. Perfekt. Gibt's dafür Erfahrung? Früher hat es dafür Erfahrung gegeben. Ja, ein Jahr vorher. Aus dem können wir nicht mehr ziehen, oder? Ja, außer dem Standort vom Bunker 13 ist ja nichts drin. Perfekt. Ja, weiter geht's, würde ich mal sagen. Aha. Was habt ihr denn hier Schönes? Zwei Elite-Garden. Ja, ein Bett. Drei Leute. Markus, komm mal her. Alles an einem Tag zu schaffen, denke ich. Na, kommst du? Ja. Ach, und sein Köter. Ach, wir müssen mal nachladen. Hey, den treffen wir sogar recht gut. Möchte ich den vielleicht als allererstes auslöschen? Ja, wie ich den jetzt auch immer verfehlt habe. Gut, der hat es hinter sich. Darian Sond wurde getötet. Ich weiß ja nicht, ob wir was mit dem machen können, aber ich mag Hunde eh nicht, also es ist halb so wild. Ja, die schießen da irgendwie rum. Oh, Flammenwerfer. Flammenwerfer ist gefährlich. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Die haben mich schon das ein oder andere Mal gebraten. Das ist gut, der liegt ohnmächtig am Boden. Ich gehe mal zwei, drei Schritte zurück und lasse meinen Supermutanten da mal was machen. Tod! Darians Wache wurde für 9 Treffpunkte getroffen. Ja, ist gut. Wenigstens wissen wir, wer wir selber sind. So. Der liegt schon mal sehr verwundet am Boden. Wir gehen mal weiter zurück. Tuck! Ja. Er haut auch einfach auf ihn ein. Ja, er ist wahrscheinlich so gut wie tot, aber... Ja. Bringen wir es mal zu Ende. Flammenwerfermann, vor dem habe ich wirklich Angst. Die machen ganz schön viel Schaden für ihren blöden Nahkampf. Das muss man ihnen wirklich lassen. So, Flammenwerfermann. Genau, du bist tot. Ach so, Flammenwerfermann war Darian. Ah, wir sind auch tot, oder wie? Ne, wir liegen am Boden. Fox, rette uns! Wir stehen wieder auf, das ist gut. So, Elite-Garde, Mann. Ja, wir haben keine Munition mehr, ist ja herrlich. Und wir brauchen mehr als... Oh, Mann, was war... Okay, wir gehen ins Inventar. Wir haben so viel Stimpaks gefunden, es macht uns sowas von überhaupt nichts, ein paar davon. Hohoho, wir haben Vorräte satt. Wenn ich daran denke, am Ende von Fallout 2 hatte ich, glaube ich, gerade mal so 150 Stück oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Egal, heilen wir uns mal hoch, auch wenn wir gleich schon den Arzt sehen. Ja, dann macht mal. Mach den Trottel tot. Ja, ein Schaden. Und das beinahe beim Bastschuss. Alles schon traurig für dich.
Darion hat ja auch mal eben 6000 Erfahrungspunkte gegeben, wie es schien. Leider haben wir den Text nicht gelesen. Tja, da war ich wohl mal wieder ein bisschen vorschnell. Könnte jetzt schlimmer sein. Okay, er tötet den, der eh schon so gut wie tot ist. Warte, der wurde ohne Schaden getroffen. Hier, ich zeig dir mal, wie das geht. Jetzt mach was, Markus. Mach was für dein Geld. Warum auch immer so nah an sie rangeht. Nee, wir machen auch mal was für unser Geld. So. Hat sich erledigt. Nochmal extra Erfahrung abgegriffen. Ach, hier ist die zu Ende. Gab's hier nicht früher ein Overseer-Kommandostand? Gucken wir erstmal seinen Hund an. Du siehst Darians Hund. Okay, den darf ich nicht untersuchen. So, unser Stufenaufstieg. Oh, wir kriegen wieder was Tolles. Ja, Action Boy hatte ich mir schon mal überlegt. Nehmen wir mal einfach auf jeden Fall. Wird nicht falsch sein. Das war doch hier, du sparst AP. Ja. Genau, das wollten wir. Hier gehen wir weiter hoch. Okay, bleibt nichts übrig. Alles klar. Wir werden gut mit Schusswaffen umgehen können am Ende. Aber dafür sorge ich mit Absicht. Ich will, dass alles beim Angucken stirbt, auch wenn das schon gar nicht mehr lohnt, da rein zu investieren. Vielleicht wäre es besser gewesen, mehr kritische Treffer zu nehmen. Na, hier, das ist Darion, wie ich das verstanden habe. Du siehst Flammenwerfer. Kann ich leider alles nicht mehr nehmen. Ist aber auch nur halb so wild. Aber ärgerlich. So, wir gucken mal noch in die Computer hier. Und in seinen Raum. In dem er weder Truhen noch sonst irgendwas hat. Ein Spiegel. Du betrachtest dich eine Zeit lang, ja. Wir sind ja auch ein hübsches Kerlchen, schätze ich mal. Ja, mit dem Bett können wir auch nicht besonders viel machen. Dann ist hier der letzte Computer. Du verschaffst dir Zugang zum Computer und überfliegst schnell alle verfügbaren Daten. Unter einigen persönlichen Tagebucheinträgen findest du diverse detaillierte Berichte über die NKR. Es scheint, als befinde sich der Spion in ihrem Rad. Du kopierst den Bericht auf eine Holodisk. Gut für uns. Ja. Wie viel Gewicht haben wir denn? Ordentlich. Ja, wir können aber noch was mitnehmen. Den Flammenwerfer werden wir wohl leider erstmal hier lassen müssen. Aber was wir ansonsten noch mitnehmen können, können wir ja mitnehmen quasi. Ja, das war wieder ein super Satz von mir. Ach, darum hat er mich im Nahkampf angegriffen. Eine Powerfaust. Ich frage mich gerade, ob die hier noch mit Energiezellen funktionieren. So, da haben wir noch jede Menge Munition, Forks. Markus. Ich bin es so gewohnt. Du kannst eh schon nichts mehr tragen. Das ist ja gut. Das war's dann erstmal. Und da müssen wir die leider erstmal zurücklassen. Naja, wir müssen ja eh... Oder ich muss später, wenn wir das GEK haben, komm einfach wieder und räum hier alles aus. Und das ist nur die Frage wegen dem Energiefeld. Da bin ich mal jetzt gespannt, wenn ich nach oben fahre. Genau, du kannst dann auch... Ach so, hier, das Energiefeld. Ja gut, das müssen wir natürlich ausschalten. Alles klar. Alles klar. Ja, das war falsch. Ist ja auch kein Problem. Dann berichten wir den Leuten gleich draußen von der guten Tat. Ah, was heißt guten Tat? Von der fröhlichen Kunde, dass Darius tot ist und sie ihrer Wege ziehen können, so wie dann halt in die NKR eintreten. Und wenn wir denen noch sagen, dass die einen Spion unter sich haben, sind die bestimmt super glücklich. Und wir wissen, wo Bunker 13 ist. Das heißt, das wird wohl dann spätestens nächstes Mal unsere Anlaufstelle sein. Hier, du kommst mal mit. Gehen wir. Du hast nicht zufällig noch ein bisschen Kapazität hier? Na, wenig. Lassen wir das bleiben. Das war's erstmal.
So, Arztmensch. Hallo, ich bin Doc Jones. Du kannst mich auch Doc nennen. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir helfen? Ja, heil mich bitte nochmal. Der komische Kerl ist tot. Ich möchte dich was fragen. Kannst du gehen, wenn du willst? Was kannst du mit Darian sagen? Wie bist du hierher gekommen? Du sagst, Darian hat einen Hund. Du arbeitest für den. Verstehe. Ich würde das gehen. Das ist lobenswert von dir. Ja, egal. Ich weiß nicht. Ich denke, der wird dann wohl zusammen mit dem anderen Rest gehen. Gehen wir mal aus dem Weg. Geh mir aus der Sonne weg. Die ist nur für mich. Na, die schöne Walltür sieht auch ein bisschen lädiert aus, also schade. Aber wir kommen wieder. Ah, wir haben da drin aber richtig Erfahrung gemacht, wenn man sich das so überlegt. Gerade in letzter Zeit, wir sind einfach so Stufe 15 mittlerweile. Naja, dann gehen wir jetzt mal hier oben zu. Sex hieß er ja nicht, wie hieß er denn? Irgendwas mit Z, glaube ich. Zios? Nee, das war der andere. Du hast es geschafft. Wir sind Darius los. Oder Darian. Danke. Ich bin bereit, das Angebot der NKR zu akzeptieren. Sag ihnen, sie sollen einen Bevollmächtigten schicken. Dann machen wir den Deal komplett. Fertig. Markus ist überladen. Ja, ist alles kein Problem. Wir gucken mal, ob wir gleich was verkauft kriegen. Wo ist mein Töff? Töff, 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 da bist du. Oh, ab geht die Luzi. Ja, Bunker 13 hier drüben. Hier ist schöne Musik. Hier können wir bleiben. Nein, wir düsen rüber. So, Ratshalle. Wir fangen mal beim Bazaar an und gehen mal zum Waffenhändler. Sag mir, du hast ganz viel Geld oder irgendwas ähnliches. Du hast auf jeden Fall schon mal... Ja, natürlich. Natürlich hast du jetzt zwei Stück davon im Angebot. Ja, mir fehlen die Worte. Weißt du, was du bist? Weißt du, was du bist? Ja, genau das bist du. Hätte mir auch mal vorher ein gutes Angebot machen können. Hier, nimm da noch was von. Ah, nimm noch einen. Stört mich jetzt nicht weiter. Hier, nimm, wir haben eh zu viel Geld. Und wir haben Computerteile für Bunker 15, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Vielleicht hätten wir die ja gebraucht, um irgendeinen Computer zu reparieren. Oder vielleicht um das Stromding zu reparieren. Tu's nicht. Ich möchte hier gern raus, ihr beiden. Rückt mir von der Pelle. Haha. Ja, der Leguan-Bissen-Mann wird uns vermutlich nicht helfen. Hier, du kriegst nochmal Geld, du passt nochmal auf mein Auto auf, ja? Was machst du hier? Abgemacht, hier sind 5 Dollar, gut. Dann mach mal. Ach, bei Nacht sperren die sich aus. Aber wir müssen uns eh wieder entwaffnen. Und unsere Gruppe. Stimmt, wir hätten jetzt voll bewaffnet einfach so in die Stadtmitte reisen können. Das wäre schlecht gewesen. Du solltest dich jetzt selber heilen. Du musst unseren Abstand ändern. Ich muss Ausrüstungszustand treten. Leg deine Waffen weg. Ja. Du sollst hier eigentlich nicht warten. Das war aus Versehen. Ja, ich verschwende gerade viel Zeit. Markus, da bist du. Ja, du bist so noch langsamer als normal schon. Ausrüstung reden, leg deine Waffe weg. Alles klar, dann warten wir eben noch hier. Pa, P für Pip-Boy, wer hätte damit gerechnet, dass ich das nochmal schaffe, einfach über einen Shortcut das zu lösen. Niemand, ich bin selbst von mir begeistert. Hallo. Ja, Präsident Tandy, da wollen wir auch so ungefähr hin. Hallo, ich bin wieder da, Leute. Alles ist gut. Wir haben übelst die Bude gerockt bei den Raidern. Anders kann man das nicht sagen.
Komm, die Blut, ach ja, also die Frau, die erschossen wurde. Ey, was macht eigentlich mein Karma? 1000 Retter der Verdammten. Boah, wir sind so gut. Besser kann man schon gar nicht mehr werden. Und wir haben rausgefunden, wo Bunker 13 ist, was für die Leute hier vielleicht auch ganz von Interesse sein könnte. Aber das ist meiner. So the job's done. Do we have access to the vault? Das habe ich schon erledigt. Die Siedler wollen einen Tausch. Du bringst ihnen bei, wie sie sich selbst versorgen können, und dafür gewähren sie dir Zutritt zum Bunker. Ach ja, und hier sind die Teile. Ach, die Computerteile oder was? So they finally got reasonable. I can bull the Congress into sending supplies and techs. You sure we can get into the vault? Ganz sicher, da waren ein paar Penner, aber denen habe ich eins über die Rübe gegeben. I've always believed in fair pay for fair work. My system will square things up. Ich fürchte, ihr habt jetzt ein anderes Problem. Wirf mal einen Blick auf diese Holodisk. Es gibt einen Spion in der NRK. Damn, the only person who knew all this was Fergus. I'm not suggesting anything, but maybe Gunther should know about this. Ich werde mit ihm reden. Ciao. Was haben wir bekommen? Keine Ahnung. Ach ja, wir kriegen ja jetzt erst was. Das ging aber schnell. Wie sieht's aus? Die Präsidentin meint, ich soll mich wegen einer Belohnung an dich wenden. Natürlich. Sie hat mich soeben instruiert. Du hältst $6,000 und den Dank der NKR. Hat sie gesagt. Und jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Wiedersehen. Deine Präsidentin meint, du solltest wissen, dass sich ein Spion unter deinen Leuten befindet. Ein gewisser Viergas. Viergas? Ich glaub das nicht. Sieh dir mal diese Holodisk an. Verdammt. Scheint ziemlich hieb- und stichfest zu sein. Wir werden uns der Sache annehmen. Hier hast du nochmal $4,000 für die Information. Danke, schönen Tag noch. Handelst du mit uns? Egal. 5000, 4000 Erfahrungspunkte. Alles klar, wir sind auf dem besten Weg zum nächsten Level und wir sind reich. Oh, das ist so schön. Reich sein. Und was machen wir hier? Ja, da haben wir jetzt nicht mehr bekommen. Obwohl, wir können mal gucken, wie unser Ruhm ist. Neue Kalifornische Republik. Verehrt. So muss das. In Ohio sind wir gerade mal verehrt. Das ist kein Wunder, aber wir sind ja auch gut. Wobei mir gerade mal was einfällt. Wie ist unser Ruf in New Reno? Redding? Ja, da waren wir noch nicht. Wieso ist mein Ruf in New Reno so gut? Da töte ich doch nur alle. Egal. Ja gut, alle die böse sind. Und das sind viele böse. Ja. Hier können wir jetzt noch Karawanen beschützen und in dieses eine Gebiet da rein. Was sagt der hier noch? Nichts. Was steht bei Bunker 15? Ja, ist auch abgeschlossen. Gut, wir wissen, wo Bunker 13 ist. Da bin ich ja mal jetzt richtig gespannt. Und wenn wir irgendwann in dem Spiel endlich mal einen Händler finden, der alles von uns abnehmen kann, wäre ich dem Spiel so dankbar. Wenn ich denke, was in allen möglichen Städten rumliegt von uns. Irgendwelche Reste, die wir nicht mitnehmen konnten. Es ist so grausam. Obwohl, vielleicht lagere ich später auch einfach nur alles irgendwie. Ja. Sagt der Katze, klar, Mann. Ich passe auch auf Katzen auf. Hat dir zufällig jemand eine Katze? Ah ja, der ist total dumm. Kannst du mir vielleicht was ganz Spezielles besorgen? Nein, danke. Was hast du zu bieten? Na, irgendwie hat der jetzt ein Angebotsproblem. Egal. Tschüss. So, ich will meinen GEEK haben. Endlich. Also. Auf zu Bunker 13. Wir parken im Höhleneingang, wie herrlich. So, dann rüsten wir uns mal aus.
Ihr auch. Du sollst deine beste Waffe benutzen. Du weißt nicht, was deine beste Waffe ist, oder was? Das Kleingeschütz natürlich. Oh Mann, wie bringe ich dir das jetzt bei, ohne alles aus dem Inventar zu nehmen? Gar nicht, fürchte ich. Okay. Dann nimmst du hoffentlich irgendeine Waffe, sobald wir uns in einen Kampf verwickeln. Und du, Vic, du kommst einfach mal erstmal mit. Wenigstens sind hier nicht wieder die Ameisen, ich meine die Riesenratten reingekommen. Hier müsste noch irgendwo so ein Aufseher liegen. Das ist eine andere Geschichte. Der wegen unserer Bloody-Mess-Fähigkeit so halb in den Bunker reingekrochen ist. Damit wäre der Laden offen. Ja, wie schon gesagt, wir nähern uns unserer vorläufigen finalen Destination langsam. Aber noch nicht jetzt. Also, ja, wir sind ja eh schon fast da. Nächstes Mal schauen wir uns dann in Bunker 13 um. Bis dahin, auf Wiedersehen.